Also, wir haben die Münze und ja, das Naheliegendste wäre nun, damit diesen Mephistopheles aufzusuchen, da wir ja dort erst dieses Rätsel herhaben. Und ja, ich merke es jetzt, wo es lädt, dass ich falsch rumgelaufen bin. Aber das macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Mir wurde gesagt, dass es sich so anhört, als hätte ich gar keinen Spaß bei dem Spiel. Dem ist definitiv nicht so. Das Spiel macht mir riesig Spaß, ich mag solche Spiele. Aber ich versuche natürlich, das Let's Play auch nicht ins Stocken kommen zu lassen. Das heißt, so wie die letzten zwei Folgen, ich habe nur gerätselt und nur rumgesucht, ist für mich immer so ein bisschen ein kleiner Druck dahinter, da ich ja möchte, dass ihr euch nicht langweilt. Also ist das ja blöd, wenn man da 30 Minuten lang in einem und denselben Rätsel rumhängt. Das heißt, ich versuche dann immer ein bisschen, während es lädt oder hallo, während diese Szene hier wie hier ist, versuche ich immer ein bisschen weiterzudenken. So, von ihm hier haben wir das. Wenn wir ihm die zeigen, können wir nicht. So, seht ihr, was ich meine? Schon wieder genau dasselbe hier. Wir haben diese Münze. Und das ist auch gelöst. So, die beiden haben wir gelöst. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch gucken... Ja, okay. Das Kleine ist die Karte. Wir haben hier noch was zu tun. Darum ist es Gold hinterlegt. Hier ist es Gold hinterlegt und hier auch. Silber bedeutet ein Bonus. Und Grau heißt, hier ist nichts mehr zu machen. Zumindest im Moment nicht. Das heißt, ihr... Es tut mir leid, ich habe draufgeklickt. Bitte vergebt mir. Ja. Also hier muss noch irgendwas sein. Die Frage ist nur, wo? Die Frau, mit der können wir nichts mehr tun. Die Telefonzelle, daraus haben wir die Münze. Auf dem Dach wird definitiv bestimmt auch nichts mehr sein. Es sei denn, aber... Ich will immer alles mit allem kombinieren. Das heißt, ich hätte hier gerne eine tolle Aussicht. Die Münze reingesteckt. Geht aber nicht, weil sonst würde sich ja, wie gesagt, der Mauszeiger ändern. Und dass es hier so schräg ist, macht mich kirre. So. Wir brauchen auch noch immer diesen blöden Ausweis. Haha, aber wir können sie uns... Ein schönes Erinnerungsstück. Ich frage mich, welche Bedeutung die abgebildeten Wahrzeichen von London haben. Ja. Ich frage mich, ob wir da auch noch einen Schauplatz finden werden. Fände ich lustig. Aber im Moment... Im Moment können... Halt, 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 bevor... Jetzt wollte ich zum Windy Dog. Und wohin gehe ich? In die falsche Richtung. Ach ja, es ist herrlich. Herrlich. Okay. So. Also hier waren wir eben drin und der hat auch nicht weiter interagiert mit uns. Also auf zum Windy Dog. So, der Torbogen und nochmal rein. Ich meine, was bringt uns die Münze, wenn wir damit nicht angeben können? Irgendjemand muss es doch interessieren, dass wir die jetzt haben. Und irgendwie müssen wir ja... Guten Tag, Miss. Hallo. Hallo. Hey. Aber auch hier scheint nichts weiter zu sein. Tjojojojojo. Jemanden anrufen, das bringt's ja auch gerade nicht. Also. Dr. Styles zum Beispiel. Im Moment wüsste ich nicht. Okay. So.
Irgendwas übersehen wir wieder, oder ich vorzugsweise. Schiebt's nur auf mich. Das ist die Tür, das Schild angucken, den Laden angucken, den Wachhund und hier. Ich wüsste nicht, was ich im Brasenose College soll. St. Ed. Er ist für die Sicherheit auf dem Campus zuständig. Interessanter Hut übrigens. Naja. Aller gut. Dann im Krankenhaus müssen wir auch noch was machen. Und zwar im Büro. Und ich hole mir den Kittel noch. So, die Missy ist noch immer da. Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in dieser Tasse auf. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte ich ihn mir schnappen, wenn sie ihn nicht die ganze Zeit im Auge behalten würde. Da muss ich mir wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Kann ich die Tasse direkt... Ah, jetzt kann ich mit ihr also bestimmt was zaubern. Aus dem Häschenbuch. Und ich hoffe, ich überblätter nicht schon wieder. So. Teilen und herrschen. Die zerrissene Zeitung. Der Zaubertintenfleck. Kein Briefgeheimnis. Telefonwahrsagerei. Der bodenlose Becher. Schall und Rauch. Aber ich kann es auch nicht wieder anklicken. Also... Ich will immer alles machen, aber ich kann es einfach da nicht anklicken. Was ist jetzt, wenn ich so mache? Was macht sie? Ah, jetzt darf ich. Okay. Ja. Tja, 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 kein Briefgeheimnis. Obwohl, wenn ich das... Ich glaube nicht, dass das hier passt. Okay. Der bodenlose Becher. Ja, das sollte klappen. Aber ich brauche einen Magneten. Ein Magneten? Hatten wir nicht einen? Bin ich blöd? Zeitung? Nein, wir hatten keinen, ne? Woher auch? Aber wo gibt es jetzt einen Magneten her? Oh, bekomme ich jetzt einen Magneten her? Vorzugsweise von einer Pinnwand. Aber die war nicht magnetisch, die war aus Kork, soweit ich mich erinnere. Da darf ich nicht mehr rein. Brieföffner? Nein. Also gehen wir nochmal raus. Und... Dürfen wir nicht rein? Eine Stadt, eine Feuerlösche angestellt. Dann gucken wir hier, aber ich glaube, hier war auch keiner. Wo war ein Magnet? Ersthilfekasten, Kühlschrank. Wenn hier einer hängen würde, aber hier ist auch nichts. Also ist der nicht auf dieser Karte. Bestimmt im Anwesen. Schauen wir einfach mal fix. Das mit dem Telefon kann man auch immer noch was machen. Ich verstehe aber nicht, was. Also, das ist mir noch immer ein Rätsel. Und ich gucke jetzt einfach mal an der Pinnwand, aber ich glaube wirklich, die war aus Kork. Also mit Reißzwecken dann. Hallo, Sam. Hallo. Kann ich irgendetwas für dich tun? Im Moment nicht, danke. Nein, nein. Gib mir keinen Magneten. Huch. Hier, das ist Kork. Ofen. Da ist nichts zu holen. Nein. Na? Und hier war eben der Ofen. Ich guck gerade, ob sich... Dieser alte Kamin wurde mit moderner Technik versehen. Coole Sache. Naja,
Dieser alte Kamin. Ja, aber was bringt uns das jetzt weiter? Gar nicht. Fenster, Foyer, Geschirr. Mm-mm. Ist nicht. Sie selbst hatte auch keinen Magnet dabei. Im Speisesaal waren nur diese Kerzen, im Salon vielleicht, aber so nur dem Keller. Weil in ihrer Tasche war das auch nicht. Nee, die haben wir ja durchstöbert. So. Ha. Huh. Foto eines Pärchens. Ich schaue einfach mal nur, weil ich glaube, ich habe das noch nicht gesehen. Die beiden geben ein nettes Paar ab. Das Foto ist zwar kitschig, aber sie sehen glücklich aus. Erlaub. Tja. Ich habe wirklich keinen Magnet, ne? Der Kamin scheint ewig nicht... Nee. Mm-mm. Computer, das hier ist abgeschlossen, ne? Ja. Abgeschlossen. Okay. Na, Frosch im Hals. Dann gehen wir in den Keller. Da ist auch noch die Tür. Also wir haben drei Baustellen. Hier, diese Bodengittertür. Oh Mann, das gibt's doch nicht. So geht das auch nicht. Das wird nichts. Zumindest nicht ohne ein paar Stangen Dynamit. Naja. Müsste hier nicht irgendwo ein Magnet hängen? Sieht wie ein medizinischer ganz... Aber... Also, angenommen... Ich wäre ein Magnet. Blumenvase, Terminplaner... Und irgendein Kopf. Schädel, Gehirn in Gläsern, Aktenschrank, Tafel. Die Blumen wirken irgendwie kitschig, aber so fühle ich mich wohl. Okay. Dein Gehirn auf... Hatten wir alle schon, deswegen skippe ich das. Im Aktenschrank ein Magnet zu finden, ist es sinnlos zu gucken? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, das wird nichts bringen. Luke. Okay. Und das war zu, ne? Ja. Die Tür ist abge... Verdammte Hacke. Das gibt es doch nicht. Und dann genau das meine ich. Jetzt angeln wir uns wieder von Folge zu Folge und wenn es gut geht, finden wir in jeder Folge genau einen Gegenstand, den wir dann mit viel Glück verwenden können. In dieser Folge haben wir herausgefunden, dass wir den Magneten brauchen. Aber wo ist dieser Magnet? Ich habe keine Ahnung. Der wird bestimmt ganz blöd irgendwo in der Ecke liegen und schon hier schreien. Hier, das ist auch nichts drin. Nee. Ach Gott, nee. Bibliothek. Da brauchen wir auch noch einen Ausweis. Tja. Ohne Studentenausweis komme ich nicht in... Naja, das ist mir schon klar. Das ist ein Papierschredder. Ja, ist da was drin vielleicht? Kann ich das... Oh, Mädchen, mach's mich fertig. Das haben wir gar nicht probiert, ne? Helena! Helena! Oh, das geht? Was machst du denn da? Warum kommst du nicht rein? Das geht.
Ich habe meinen Studentenausweis in meinem Zimmer vergessen. Kannst du mir deinen schnell leihen? Das kannst du vergessen. Sonst schmeißen die mich wegen dir noch raus. Außerdem kann ein kleiner Spaziergang in der Sonne selbst einem Goff nicht schaden. Gib dir doch her. Ist doch nur eine Handbewegung. Ich passe auch auf, dass uns niemand sieht. Nein. Ich musste zweimal hin, damit ich ein akzeptables Foto im Ausweis habe. Ich will nicht riskieren, dass sie ihn mir wegnehmen. Nein. Geht das? Also, dass man sich seinen Studentenausweis nachmachen lässt? Ich habe gesagt, dass ich ihn verloren habe. Was wollen sie denn machen? Ich hatte keine andere Wahl. Das Foto war einfach grässlich. Mit dir hätte ich hier in der Bibliothek nicht gerechnet. Wie schwer kann Kunstgeschichte schon sein? Vor allem schwer so genug. Aufgetakelt. Aber wenn du wirklich wissen willst, warum ich hier bin, Charles Eddington. Also deswegen so aufgetakelt. Na dann, viel Erfolg beim Stalken. So schlimm? Kann ich gar nicht glauben. Hast du den alten Ausweis noch? Lass mal sehen. Sieht echt furchtbar aus. Zeig schon her. Den behalten wir. Das zweite Foto ist deutlich besser. Findest du nicht auch? Also das ist der neue, ne? Oh Gott. So, Helena, alter Studentenausweis. Wähle 3 Kommentare für diesen Ausweis aus. Du siehst so aus, als wärst du auf Drogen. Definitiv. Das ist ein gutes Foto? Nee. Na, das ist doch ein hübsches Foto? Nein. Das ist doch gar nicht so schlecht. Kannst du eine Tüte über dieses Foto stülpen? Ja. In Wirklichkeit hast du keine so große Nase. Wow, auf diesem siehst du wie ein Model aus. Du hast recht, das hier ist viel besser. Du solltest den Fotografen verklagen. Hier siehst du sogar noch süßer aus als in echt. Also um dieses hier geht's. Und sie sagt hier, das ist viel besser. Also, einmal. Ich wähle jetzt halt aus, was mit den Drogen. Dann das mit der Tüte, weil das einfach lustig ist. Und den Fotografen verklagen. Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass es so schlimm aussieht. Ich verbrenne den alten Ausweis, wenn ich wieder in meinem Zimmer bin. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klug war. Der neue. Ein hübsches Foto. Model. Und ich finde, besser. Das neue Foto ist viel besser. Und wir haben komplett versagt wahrscheinlich. Und jetzt haben wir hier auch so eine Rolle. Okay. Rolle bedeutet zaubern. Mit diesem Trick kann ich vielleicht Helena reinlegen und ihr den Studentenausweis abluchsen. Allerdings brauche ich dazu einen Krachmacher. So, und jetzt wird ein Schuh draus, ein Krachmacher. Und den Krachmacher bekommen wir definitiv hierher aus dem Zauberladen. Ich habe nicht gewusst, dass sie sich da so rüberlehnt. Moment, lass mich da lang. Yay! Also ich halte in der Bibliothek meistens meine Klappe und schreie da nicht so rum. Aber gut. Und hier sind wir. Ah, Miss Everett. Schön, Sie zu sehen. Danke. Hallo. So. Den kann ich jetzt nicht ansprechen, aber wir wissen ja, wo die Krachmacher sind. Ich hoffe nur, dass wir sie auch kaufen können, ehrlich gesagt. Magnet. Ich will ein paar Sachen kaufen für meinen Neffen. Er fängt gerade erst mit dem Zaubern an. Ihr Neffe hat einen guten Geschmack. Ich finde diese Sachen selbst nach wie vor nützlich. Greifen Sie zu. Und vergessen Sie nicht zu bezahlen, bevor Sie gehen. Danke. Also. Habe ich den jetzt? Ich kann nicht ins Inventar so. Das dieses kleine Gerät erzeugt ein entsprechendes Geräusch, wenn man den Knopf auf der dazugehörigen Fernbedienung drückt. Ja, dann nehmen wir das. Ach, das hier. Das nicht, das daneben. Auch im Supermarkt, nie das erste nehmen, immer das dahinter. Das erste, das krabbelt jeder an, das will man dann nicht mehr. So, ansonsten. Ansonsten brauchen wir zumindest noch nichts. Ich schau gerade, ob. Da. Was ist das? Ein falscher Daumen.
Das habe ich schon. Ja, ja. Okay. Wir haben drei Sachen und zahlen jetzt. Zahlen. Sie geht in die Ecke, um zu zahlen. Wie möchte sie denn zahlen? Ich gehe jetzt einfach raus, der wird hier schon noch sagen, halt, so nicht. Ich bin fündig geworden und möchte bezahlen. Ich weiß, für was Sie sich entschieden haben. 12 Pfund, bitte. Das geht. Nicht schlecht, der Trick. Eher eine Notwendigkeit, wenn man einen Laden besitzt, Miss Everett. Genießen Sie den schönen Tag. Danke, das werde ich. Oh, mein Stuhl knackst. Hier, nimm Luft. Ich hab's dir auf den Boden geschmissen, weil du dich nicht bewegt hast. Ich will das eigentlich immer erst vorlesen und manchmal ist der Ladebildschirm aber so schnell weg, dass es sich dann gar nicht groß lohnt. So, Magnet, das und das. Jetzt haben wir auf einmal so viel wieder zu tun. Wir gehen zuerst in die Bibliothek. Dann ist das nicht immer so ein Hin und Her über drei Karten. So. Das in die Hand und aufs... Den Trick könnte es klappen, aber dazu muss ich hier erst noch etwas vorbereiten. Okay. Ohne Studentenausweis komme ich nicht... Ja, ich wollte nicht dahin, in den Schredderer also. So. Okay. Jetzt habe ich den Auslöser. Das Gerät erzeugt ein entsprechendes Geräusch, wenn man den Knopf drückt. Ja, und wieso drücken wir denn nicht einfach den Knopf? Achso, wir haben erst was vorbereitet, natürlich. Oh, jetzt... Was ist das? Ich kann das hier nicht lesen. Der auf jeden Fall ein Studentenausweis, gut. Der auf dem Tisch liegt. Dann lenken wir sie ab. Drücken. Ach nee, Moment. Wir haben das in der Hand, so. Der ist hier nicht so groß. Dann lenken wir ab. Manipulieren, das denke ich dann, dass sie drückt. Nehmen das. Lenken ab und lassen das verschwinden. Hallo? Jetzt. Na, das klappt ja prima. Also gut, dann gucke ich mal, wie man das jetzt am geschicktesten macht. So ein Mist, elendiges. Piep, piep, piep. Hoch und dahin. Auch nicht. Also, der Studentenausweis. Wir nehmen ja wohl nicht erst, oder? Das ist ja ein bisschen Quatsch. Nee, sage ich doch. Also das Ding müssen wir ja sowieso verstecken. Mir geht es jetzt nur mal um dieses Teil hier, auf welcher Seite oder in welchem Platz das kommt. So vielleicht, dass wir das sofort wieder verstecken, das nehmen und verstecken. Auch nicht. Also behält sie es ja wohl in der Hand, oder nicht? Ich glaube, ablenken braucht man hier gar nicht. Aber, hä? Nimmt sie das vielleicht erst in die Hand? Wie gesagt, ich kann das auch so machen. Ich will nur den ersten verdammten Schritt jetzt wissen. Hosentasche vielleicht. Aber das ist doch Quatsch. Ich will nur, wie gesagt, den ersten Schritt wissen und ich finde den einfach nicht. Das ist doch komisch. Was ist denn der erste Schritt? Doch nicht.
Ahnung. Aha. Also in die linke Hand. So, jetzt haben wir das wenigstens. Dann das drücken, das nehmen, das hoch ablenken. So, wird auch nicht sein. Okay, aber zumindest haben wir das. Dann ablenken vielleicht ein paar Mal. Nee, kann ja auch nicht sein. So, dann nehmen wir den aber. Ich will jetzt wissen. Richtig, dann haben wir den in der Hand. Dann lenken wir ab und dann drücken wir wahrscheinlich. Nee, dann drücken wir erst. Dann wird die gucken. Und dann lassen wir das verschwinden. Und dann lassen wir das verschwinden. Auch nicht. Ach Gott. Das sind die Hand vielleicht. Ich find's aber ein bisschen umständlich. Nee, das hier hoch. Ich komme mit dem Manipulieren da noch nicht so klar. Also ich habe jetzt quasi mit dem hier irgendwas angestellt und dann abgelenkt. So, und dann drücke ich das und verstecke das wahrscheinlich. Ja. So, komm mal ran hier. Helena! Helena! Schreit wieder durch die ganze Bibliothek hier. Hey! Was gibt's? Eigentlich gefällt mir das erste Foto besser. Ich glaube, es liegt an der Körperhaltung. Du halluzinierst doch. Das musst du mir jetzt aber zeigen. Nein, ich habe mich vom Lichteinfall täuschen lassen. Das erste Foto ist ja wirklich grauenhaft. Ach, du meine Güte. Du hattest schon recht, man sollte es wirklich verbrennen. Im Grunde... Was war das denn für eine Aktion? Du meintest doch, du willst es nicht mehr. Tut mir leid. Wolltest du es etwa doch noch haben? Ist ja wirklich nett von dir, dass du die Drecksarbeit für mich erledigst. Gott, du bist wirklich ein Freak. Und ich dachte, ich wäre durchgeknallt. So, jetzt haben wir den aber. Damit gehen wir da jetzt rein. Guck mal, Helena. Wir haben den Ausweis. Ich bin stolz auf uns. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben drei Sachen innerhalb von, naja, 25 Minuten gefunden.